Im Jahr 2020 war manch ein DAX-Investor geradezu depressiv. Der musste zugucken, wie die US-Indizes, vor allem der Nasdaq, immer weiter nach oben schossen. Und der DAX, naja, er ist nach oben gegangen, klar, aber lange nicht so viel wie die US-Indizes. Aber das hat sich geändert, und zwar gehörig geändert. Hier sehen wir zunächst mal einen Vergleich zwischen dem DAX, der blaue Index, der hier vor allem heute nochmal nach oben schießt, ein neues Allzeithoch erreicht, und der andere Graph ist der Nasdaq 100, also da deutliche Schwäche erkennbar. Warum ist der DAX plötzlich so stark? Eben weil wir praktisch jetzt das umgekehrte Jahr 2020 spielen, also 2021 all das stark ist, was vorher schwach war, und 2021 eben auch all das jetzt eher schwächer ist, was in 2020 stark war. Das sieht ein bisschen so aus, und das Ganze hat zu tun mit Growth gegen Value. Growth war ja in der Corona-Krise das ganz große heiße Ding, denn man sagte sich, diese Internetkonzerne, die machen ihr Geschäft, die machen sogar noch mehr Geschäft, wenn jetzt Corona und Lockdown ist. Dementsprechend die Value-Werte, die teilweise produzierend sind, die teilweise im Dienstleistungssektor sind, abgestraft worden, abverkauft worden. Aber seit die Impfstoffhoffnung da ist, also seit Anfang November, da hat sich das Ganze deutlich umgekehrt. Es begann ja praktisch Anfang November, muss man sagen, 9. November. Ein wichtiges Datum, ja auch in der deutschen Geschichte, da hat das alles gedreht. Woran liegt es aber jetzt, dass der DAX so stark ist? Da gibt es ein paar Faktoren, die stimmig sind und einige, die nicht so stimmig sind. Und die will ich Ihnen jetzt mal zeigen. Vielleicht der wichtigste Grund, meine Damen und Herren. Und das wird von vielen, vielen Finanzkanälen natürlich total verkannt, ist, dass wir zum Beispiel mehr Trabants in Deutschland auf den Straßen haben als Teslas. Und jetzt muss man sich mal die Frage stellen, wie viel Marktkapitalisierung hat Tesla? Nach wie vor ein paar hundert Milliarden, auch wenn es zuletzt ein bisschen weniger geworden sind. Und der Trabant, ja, das ist durchaus von der Verarbeitung her vergleichbar mit Tesla, sagen böse Zungen. Aber das sind böse Zungen. Jedenfalls gibt es 38.000 Trabants und um und bei 34.000 Teslas auf deutschen Straßen. Das ist sozusagen ein bisschen ein Schlaglicht über Bewertungsfragen. Da ist ein Unternehmen wie Tesla, das eben eigentlich ohne Subvention durch CO2-Zertifikate keinen Gewinn macht. Und dann haben wir hier ein wunderbares, extrem gut verarbeitetes Auto, das in Deutschland jetzt großer Beliebtheit sich offenkundig erfreut. Nein, das ist natürlich nur ein kleiner Witz, aber es zeigt so ein bisschen schon eben, was mit Bewertungen der Fall ist. Und Bewertungen spielen eben auch eine Rolle jetzt in Währungen. Und das könnte ein wichtiger Grund sein für die DAX-Stärke. Wir sehen, dass der Euro runtergeht, weil der Dollar steigt. Der Dollar steigt, weil die Renditen steigen. Das zieht die Kapitalflüsse in den amerikanischen Anleihemarkt, denn da gibt es wieder Renditen. 1,6% sind wir derzeit bei der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Da sehen wir also, dass sich da was getan hat, dass diese Dollarstärke jetzt zunimmt. Man sagt sich, ja, die Fed wird als erstes auf die Bremse treten müssen, denn die sind ja schon aus dem Lockdown weitgehend raus. Die machen jetzt diesen Wahnsinn Stimulus. 1,9 Billionen am Wochenende verabschiedet, muss nochmal durchs Abgeordnetenhaus, gilt aber sicher, dass das wirklich kommt. Also die Amerikaner stimulieren und der DAX steigt, ist das ja irgendwie nachvollziehbar oder was ist da los? Ja, da ist eben die Erwartung, dass die Liquidität dann doch geringer wird, dass wir jetzt nochmal so einen Sugar Rush sehen, die Inflation nach oben geht, dann die Fed auf die Bremse treten muss und die Märkte sagen sich, wir führen jetzt mal die Fed, wir wissen es besser als die Fed, und die Fed hat ja nicht wirklich eine großartige Vergangenheit in Sachen Prognose. Also es ist eher so, dass die Märkte die Fed führen, als die Fed die Märkte führt. Und das sieht man jetzt bei Euro-Dollar. Da ist plötzlich diese Dollarstärke, hat sich schon lange angekündigt, hat ein bisschen gedauert. Und vor allem sehen wir jetzt, und das ist ein bisschen paradox und widerspricht so ein bisschen dem, was wir derzeit an den Märkten sehen, die EZB hat ihre Anleihekäufe, ihre QEs nach unten gefahren, die QE-Purchases, zweite Woche in Folge, wo man deutlich die Anleihekäufe reduziert hat, und das trotz auch in der Eurozone moderat steigender Renditen. Ganz anders ja in den USA, eine deutsche Staatsanleihe ist immer noch, eine 10-jährige Bundesanleihe ist immer noch negativ, die amerikanischen Staatsanleihen sind da schon ein bisschen anders aufgestellt. Also die EZB drückt auf die Bremse, ist aber verbal sehr aktiv. Wir werden etwas tun, bla bla. So haben wir es doch öfter jetzt von verschiedenen Vertretern, vor allem der südlichen Notenbanken innerhalb der Eurozone gehört. Griechenland, Tornadas, der De Guindos aus Spanien, wie sie alle heißen, haben wir da richtig
Gas gegeben. Und jetzt ein Paradoxon, die Fed tut so, als wäre sie total entspannt, aber sie macht was. Sie hat praktisch ungesehen ihre Anleihekäufe angehoben im Monat, nämlich jetzt auf 180 Milliarden Euro, Euro. Dollar. Ja. Die Amerikaner haben noch einen Dollar. Von 120 auf 180 Milliarden Dollar müsste eigentlich den Dollar schwächen. Könnte man meinen, ist immerhin ein Anstieg um 50% und die Aktienmärkte in den USA, okay, die haben sich jetzt erholt, aber die Futures waren deutlich im Minus. Trotz Stimulus, trotz Fed, die auf die aufs Gaspedal wieder drückt. Vielleicht ist es halt auch ein Trabi-Gaspedal oder ein Tesla-Gaspedal, weiß man nicht so genau. Also da hat man richtig was geändert. Und während die einen sozusagen drohen, aber faktisch das Gegenteil davon machen, sagen die anderen, wir sind entspannt, sind aber offenkundig nicht so entspannt und fahren die Anleihekäufe nach oben. Und wir sehen das am Repo-Markt, also an diesem Markt, wo im Prinzip Kredite vergeben werden gegen die Sicherheit von US-Staatsanleihen. Da herrscht nach wie vor ziemliche Panik, minus 2,91% derzeit der Zinssatz. Und dann fragt jemand, ja, ich weiß zwar nicht, was das genau bedeutet, aber ich denke, ist bullish. Dann sagt ein anderer richtigerweise, Hedges are borrowing treasuries to short them. Die Hedgefonds sind es also, die sich Staatsanleihen ausleihen, um sie shorten zu können. Die haben sie gar nicht im Portfolio, sie leihen sich diese also, um diese praktisch leer zu verkaufen. Das ist genau der Punkt. Also da ist ein immenser Drang, trotz der Käufe der Fed. Die Fed tritt ja als Nachfrager auf. Aber die Hedgefonds und andere, die sagen sich, die Fed kann diesen Kampf nicht gewinnen. Die Inflation wird steigen und dann haben wir immer noch eine Rendite von 1,6% auf die 10-Jährige. Vielleicht haben wir bald 3% Inflation. Das passt hinten und vorne nicht zusammen. Also gehen wir davon aus, dass die Renditen steigen. Da hat jemand auch auf YouTube gefragt, ja, wie ist denn das jetzt? Es ist so, wenn die Kurse der Anleihen steigen, dann fallen die Renditen und andersrum. Also wenn die Kurse der Anleihe sinken, dann steigen die Renditen. Und das ist derzeit das Muster. Das heißt, die Hedgefonds wetten auf sinkende Kurse der Anleihe und steigende Renditen bei eben den Renditen. Also das ist praktisch der Mechanismus und wir sind jetzt bei 1,60%. Das tut manchen weh. Wir sehen Record Short Selling am Markt, wie gesagt, und es tut vor allem jenen Tech-Aktien weh, die wenig Profite machen. Klar, die Fang-Aktien machen Profite, das ist gar keine Frage, aber dennoch sind die Bewertungen sportlich. Wenn man sich eine Apple anschaut, deren Kurs sich ja, glaube ich, verdoppelt hat, ohne dass das Unternehmen wirklich an Umsatz noch an Gewinn wirklich zugelegt hat, zumindest nicht nennenswert. Und wir sehen hier den Nasdaq in Relation zur realen Rendite, also die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen minus Inflation, läuft ziemlich parallel. Deswegen ist auch Gold schwach, weil da dreht sich alles um die reale Rendite. Also das ist der Grund, warum die Tech-Werte hier besondere Schwierigkeiten haben. Und die haben diese Schwierigkeiten auch international, zum Beispiel in China. Hier sehen wir einen richtigen Tech-Sell-Off. Dritter Tag in Folge in Hongkong etwa geht es da nach unten. Überhaupt die chinesischen Aktien jetzt 14% von ihrem Peak Mitte Februar schon runtergekommen. Da knallt es ganz schön. Da ist etwas los und wir sehen, dass davon auch betroffen sind insgesamt die Emerging Markets. Da sehen wir die Währungen der Emerging Markets mit dem größten Sell-Off seit März letzten Jahres. März letzten Jahres, meine Damen und Herren, da war Corona-Panik. Da war richtig lichterloh, hat es gebrannt und wir sehen, dass jetzt auch die Gelder abgezogen werden. Hier der größte US Emerging Markets Credit ETF mit den drittgrößten Ausflüssen, Geldabzügen ever. Also da passiert was. Und jetzt haben wir ja diesen wunderbaren Stimulus nochmal. 1,9 Billionen. Wir sehen, Stimulus-Schecks machen 17% aus. Wir haben aber auch State and Local Aid, also die Hilfe für die Bundesstaaten, das war den Demokraten ja wichtig, 9%, Unemployment 15%. Da haben wir also jede Menge Geschichten, die hier eine Rolle spielen, Health Spending etc. etc. Wenn wir das mal mit dem ersten, das ist das erste Programm, sorry, das ist das von letztem Jahr, also nicht das jetzige 1,9, sondern 0,9 Billionen war das damals, der sogenannte Coronavirus Response and Relief Act. Jetzt haben wir den American Rescue Plan, das sind tolle Namen, muss ich sagen. Und wir sehen die Stimulus-Checks, die sind 26% jetzt. Wir haben diese State and Local Aid noch mal stärker. Also wir sehen, dass die Prioritäten hier sich ein bisschen verschoben haben, kann man sagen. Und dass diese ganze Geschichte durchging, so ohne weiteres durchging, hing damit zusammen, dass ein Republikaner nicht anwesend war, der ja auf einer Beerdigung war. Ich hatte es heute Morgen schon gesagt. Aber insgesamt schauen wir uns mal an, wem diese Gelder zugutekommen. Dann sehen wir,
im Vergleich zu der Steuerreform von Trump, die ist zu zwei Dritteln vor allem den Top-Verdienern, den Top-20% zugute gekommen, hier rot. Und jetzt sind es vor allem die Geringverdiener, 23% bei der geringsten Einkommensklasse. Also das ist eine gerechtere Geschichte als diese Unternehmenssteuerreform, die es ja vorwiegend war, die zunächst mal so ein paar Bonbons an die Amerikaner verteilt hat, an die einzelnen Haushalte verteilt hat. Und das Ganze hat sich aber dann umgedreht, erst sozusagen Butterbrot oder erst Bonbon und dann Peitsche oder wie es genau heißt, weiß ich nicht mehr. Zuckerbrot und Peitsche, so muss es heißen. Hier ist von Anfang an doch ein etwas, naja, weniger spalterischer Ansatz. Hier wird es also auch denjenigen geben, die eher schwächer in der Gesellschaft sind. Die Unternehmen waren ja die Hauptprofiteure der Trumpschen Steuerreform. Und das alles wird natürlich dazu beitragen, dass die Inflation weiter anziehen dürfte. Hier sehen wir mal die Dinge, wie sie sich zum Beispiel in den ISM-Indizes darstellen, also diesen Einkaufsmanager-Indizes. Hier sehen wir, dass da die Dinge deutlich nach oben geschossen sind, das werden die Preise dann reflektieren. Die Inflation wird deutlich ansteigen. Wir sehen das bei den Global Services PMIs, also bei den Einkaufsmanager-Indizes aus den Dienstleisterbereichen. Services PMI, Output Prices, massiv nach oben gekommen, 3% gestiegen, während die Kerninflation bei 1,3% ist. Und normalerweise läuft das relativ parallel. Das heißt, wir können erwarten, dass die CPI, also die Verbraucherpreise, mindestens auf 3% steigen. Aber heute hat Janet Yellen gesagt, ja, kommt nicht, dass da unerwünschte Folgen von dieser Stimulus-Geschichte kommen. Nein, das glaube ich nicht, hat sie gesagt. Das ist natürlich sehr glaubhaft, vor allem von einer Dame, die damals schon gesagt hat, vor 3 Jahren war es ziemlich genau, wir werden nie wieder in unserem Leben eine Finanzkrise erleben. Naja, man kann sagen, gut, faktisch war es keine Krise, die wurde ja zugedruckt mit Geld gewissermaßen, diese Corona-Krise. Jetzt hat sie gesagt, ja, was, wenn wir dann durch diesen Stimulus, der jetzt nochmal beschlossen wurde, wenn wir da Inflation kriegen, dann haben wir natürlich die Mittel, das zu bekämpfen, dann ist gar keine Frage, wir werden das sehr genau beobachten, bla bla bla. Wenn du den Geist erstmal aus der Flasche lässt, dann ist es nicht so einfach, dann musst du vielleicht die Geldpolitik extrem strafen, die Zinsen anheben, aber wie willst du dir das leisten, wenn du praktisch eine solche Verschuldung hast und dann hättest du 3, 4, 5% Zinsen auf diese Verschuldung? Kaum denkbar, kaum vorstellbar, denn wir sehen hier schon, wenn jetzt die Zinsen 1% über der Annahme des CBO, also des Budget Offices, des offiziellen Haushaltsbüros der USA liegen würde, dann wären das 9,7 Billionen Dollar mehr an Kosten nur für Zinsen zwischen 2021 und 2030. Und insgesamt muss man ja sagen, hier ein Artikel von David Rosenberg, sehr empfehlenswert. Why investors shouldn't believe the roaring 20s hype? Gibt ja immer wieder die These, ja, wir stehen jetzt vor den rührenden, roaring 2020er Jahren, aber das ist wahrscheinlich falsch. David Rosenberg zeigt anhand so vieler Parameter, unter anderem Verschuldung, warum das damals möglich war, unter anderem Durchschnittsalter der Bevölkerung, unter anderem damals die aufstrebende Nation USA für die Hälfte aller Produktion in der Welt damals zuständig. Also das waren komplett andere Zeiten. Rosenberg führt hier sehr, sehr gute Punkte auf, warum es unwahrscheinlich ist, dass wir hier rührende 2020er Jahre erleben werden. Wir werden vielleicht sogar eher etwas wie Stagflation erleben, also eine Inflation, ohne dass die Wirtschaft wirklich wächst. Und das ist ein ziemlich ungutes Gemisch, aber wir werden sehen. Ich habe auch keine Glaskugel, auch wenn ich manchmal in die Zukunft blicke. Also, ich wünsche jetzt einen wunderbaren Feierabend, meine Damen und Herren. Das war ein sehr volatiler Handelstag und der DAX ist der große Gewinner. Zunächst mal die Emerging Markets sind der Verlierer, der Dollar ist der Gewinner. Die Tech-Werte sind eher auf der schwachen Seite unterwegs, jedenfalls schwächer als die anderen Indizes der Nasdaq. Naja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich sage Servus und Ciao.